Dann sag ich, wenn ich dich anspreche, ob du bist oder ob du irgendwie hast, wie ein Nachbar in dem Bereich. Es gibt dann auch fünf Stunden, die wir nicht können. Magister, oder? Welcher Bachelor auf Arzt? Magister, Magister, oder wie? Bachelor auf Arzt? Also alles heißt dann Bachelor, 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 Mit dieser Ecke, die du da im Gesicht hast, besonders. Ich komm, mach gleich. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Frau Magister, Bachelor, Bachelorkind. Ich muss das immer fünfmal machen und dann geht's. Genau, ich kenne das, ist ja sehr gut. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Frau Magister, Bachelor, Bachelor-Ginde. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wie haben Sie eigentlich begonnen, mit Haustieren zu singen und was hat Sie eigentlich dazu inspiriert? Ja, was hat mich inspiriert? Also, es war sozusagen ein Erweckungserlebnis. Also, mir ist nachts ein Hund im Traum erschienen und der sagte, ich möchte unbedingt, unbedingt singen. Lernen. Da habe ich gewusst, das ist es. Das ist natürlich interessant. Und wie lange dauert es so im Durchschnitt, bis ein Tier singen kann? 5 Jahre. Exakt 5 Jahre. Außer man wendet die neue Methode an, die ich jetzt entwickelt habe. Dann verkürzen sich die 5 Jahre auf 3. Denn mit dieser neuen Methode singen sie zuerst leise und innerlich. Und dann, exakt am ersten Tag des 4. Jahres, kommt der Ton aus ihnen heraus und es passt perfekt und intoniert perfekt mit den anderen zusammen. Und wie genau kann man sich das vorstellen? Also welche Techniken gibt es, um den Tieren dann wirklich ein Lied beizubringen? Man muss von Anfang an mal zur Basis gehen und muss vor allem bei den Katzen, muss man ihnen zuerst mal das Sitz beibringen. Warum ist das so wichtig, das Sitz beizubringen? Nun ja, wenn man Sitz ihnen beigebracht hat, dann sitzen sie. Und dann können Sie die Muskulatur des Beckenbodens exakt einsetzen. Und das ist schon mal die Grundbasis, damit Sie gut singen und intonieren können. Das ist mal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, man nähert sich immer über natürliche Geräusche und bringt es den Tieren so natürlich wie möglich bei. Und bei einer Katze singe ich zum Beispiel ihr mit ihren eigenen Lauten mal die Melodie vor, dass sie es hört, dass sie es mal aufnimmt. Ich stimme es mal an. Miau, miau. Wenn das einmal geschafft ist, dann wird es ganz einfach. Dann kann man diesem Tier praktisch jeden Song, jedes Lied beibringen. Und mit dieser Technik nimmt die Katze die ersten 3 Jahre diese Melodie auf, sie saugt sie innerlich auf wie ein Schwamm. Und exakt, das habe ich jetzt bei jedem Tier so beobachtet, exakt am ersten Tag des 4. Jahres kommt der erste richtige Ton und auch das erste, die erste richtige Phrase aus der Katze heraus und sie singt und intoniert komplett richtig. Ja, Frau Magister, Bachelor, Bachelor, Sie sind natürlich eine extrem renommierte Expertin, was das Singen mit Tieren ja anbelangt. Aber ist es Ihnen vielleicht auch schon mal passiert, dass Sie Schwierigkeiten damit hatten, einem Tier das Singen beizubringen? Und natürlich auch die Frage, wie haben Sie die Schwierigkeiten überwunden? Also, ich habe einmal einen Hund trainiert, der anstatt zu singen ins Miauen angefangen hat. Können Sie sich das vorstellen? Na, dass es sowas gibt. Ich habe ihm zunächst erstmal wieder das Bellen beibringen müssen,
indem ich ihm das Lied »Who lets the dog out? Wuff, wuff« vorgesungen habe. Dann war er wieder in der Spur. Und wie wählen Sie dann die Songs aus, die Sie mit den Tieren performen wollen? Da richte ich mich immer nach den Vorlieben der Tiere. Wir haben dazu eine eigene WhatsApp-Gruppe gegründet und das eine Tier schreibt einfach sein Lieblingslied in die Gruppe hinein und die anderen stimmen ab. Und haben Sie auch jemals mit wilden Tieren gesungen? Und wie unterscheidet sich das von der Arbeit mit Haustieren? Ich habe vor exakt 37 Jahren eine Studie in Westafrika geleitet, bei der wir gezielt Hyänen und Warzenschweinen das Singen beibringen wollten. Das gestaltete sich sehr, sehr schwierig, weil sie sich äußerst unaufmerksam beim Musizieren zeigten und wir immer hinter ihnen hinterherlaufen mussten, um ihnen etwas vorzusingen. Da haben wir es mit den Haustieren viel leichter. Die können nicht weglaufen. Und wie werden Sie das Projekt Paws and Voices von Chorliebe in Dortmund denn unterstützen können? Ich werde als Coach im Hintergrund aktiv sein und werde den Chorleiterinnen zur Seite stehen, falls irgendwelche Fragen oder Hürden auftauchen. Und gegebenenfalls können Sie dann mit den Tieren zu mir zum Intensivtraining in mein Institut kommen. Das ist ja ein ganz tolles Angebot. Herzlichen Dank, Frau Magister Bachelor Bachelor Gindel. Ich hoffe, dass das Ganze ein Erfolg wird und ich freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Ich habe mich sehr gefreut für die Einladung. Tschüss.